Herzlich willkommen zu 19 Blinken Zweifel auf die Störwerft und ja, heute spiele ich mal wieder die Quadhopper. Ich glaube, Quadhopper heißen sie. Quadhopper nur. Boah Gott, habe ich hier lange nicht mehr gespielt. Das ist echt lange her. Die waren auf der vorletzten Seite von mir auf nicht gespielt und die anderen Quadhopper waren auf der vorverletzten Seite. Okay, ich habe überlegt, welche ich nehmen soll, habe ich jetzt für die entschieden. Ja, ich habe 4 Rollen, falls ihr nicht wissen solltet, was die Quadhopper können. Wie gesagt, man hat. Hey, da unten fliegt was. Man hat halt einfach 4 Rollen, also es sind einfach Doppler mit 4 Rollen statt den üblichen 2. Und ja, das ist eigentlich so die einzige, also das ist halt das Special-mäßige. Hallo? Ah, hier ist niemand. Okay. Hier sollte noch irgendjemand sein. Auf dem Schwamm vielleicht. Nope. Oh, hier oben. Und ja, ich finde die Waffe ist ganz interessant, weil man halt, wie gesagt, 4 Rollen hat, was schon echt ungewöhnlich ist und auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Ja, es ist halt. Man kann natürlich gut abhauen mit den 4 Rollen. Aber natürlich ist es auch ziemlich gefährlich, wenn man dann irgendwie nach den 4 Rollen. Kann man sich nämlich erstmal nicht bewegen und da hat man ein ziemliches Problem. Aber mit 4 Rollen ist schon für Gegner echt nervig. Ja, und wie gesagt, jetzt anfangen mit den Quadhoppern. Können wieder Waffen vorschlagen, wie immer. Ja, halt die Waffen, die ich dann im nächsten Part spielen soll, können wir mal vorschlagen. Okay, ich denke, du wirst sterben vermutlich. Oder auch nicht, weil ich dämlich spiele. Oh, ich bin so getroffen. So, also ist halt ein bisschen, keine Ahnung, was ich nicht mag, ist halt nach den 4 Rollen kann man sich erst eine Zeit, wirklich eine Zeit lang nicht bewegen. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an der Waffe. Man muss halt einfach die Gegner töten, bevor die Rollen leer sind. Das kann man auch kann man auf jeden Fall schaffen. Außer man spielt so dämlich wie ich, dann geht das nicht ganz leicht. Da, du solltest sterben. Reichweite ist auch, ich glaube, wie beim Klexa. Also wie gesagt, ich habe die schon echt lange nicht mehr alle gespielt. Ich mag sie jetzt auch nicht so gern, die Quadhopper. Ich meine, ja, sind schon ganz interessant, aber mehr jetzt für mich auch nicht, weil ich mag sie, wie gesagt, nicht wirklich. Könnte es, glaube ich, noch ganz schön Stress machen. Weil ich mag einfach nicht, also ich mag einfach nicht eingestrengt sein mit den Bewegungen halt dann nach einer Rolle. Ich finde es etwas blöd und von daher ist jetzt nicht meine Favorite-Waffe. Ich habe einen Ult schon wieder nicht ausgeführt. Also ich habe drauf gedrückt, aber ich, ja, bin gestorben. Genau in dem Moment, wo sie eigentlich ausgeführt werden sollte. Und wow. Wow. Das haben wir vielleicht noch gewonnen. Ich hätte nicht schwimmen sollen. Ich hätte gleich einfach schießen sollen. Sieht mir nach. Oh. Echt? Okay, ich dachte, dass wir verloren hätten. Aber gut, dann haben wir schon mal gewonnen. Ich beklage mich nicht. Okay, ich habe überlegt, dass heute vielleicht ein Test kommt, aber dann kommt der Test jetzt heute nicht. Mal schauen, wann er dann kommt zum Spiel. Und ja, gut, dann fällt vielleicht diesen Part noch Level 70, wer weiß. Aber die nächste Runde. So, Hotel Neotun, okay. Ich glaube, die Waffe kam sogar zeitlich mit Hotel Neotun raus, glaube ich. Meine ich mich erinnern zu können. Könnte sein. Könnte sein, dass jetzt auch nicht stimmt, aber ich meine mich erinnern zu können. So, interessant. 2 Sniper in unserem Team, okay. Ja, die Runden werden jetzt vermutlich nicht so überragend. Hatte ich jetzt letzte Runde 6 oder 8 Kills, ich weiß nicht. Die Runden werden jetzt nicht so überragend mit der Waffe werden. Aber ich denke, es ist trotzdem okay. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht scheiße oder so. Ich bin halt einfach nur nicht gut. Also, es ist. Oh Gott. Ich wollte eigentlich wegrollen und nicht meinen Ult aktivieren. Jetzt einmal hat es geklappt mit der Ult, aber da wollte ich es gar nicht. Super. Du wirst ziemlich sterben. Wow. Ja, er hat erst die ganze Zeit weggeschaut und auf einmal schießt er mir ins Gesicht, obwohl er erst einfach weggeschaut hat. Zumindest sah es so aus. So, hallo? Da? Boah, ich mag dich nicht, wirklich. Nein, 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 nein. Ich kann mich nicht weiter wegrollen. Super. Hallo? Wollt ihr bitte sterben? Wäre echt schön. Danke. Ja, pff. Wieso hat eigentlich jeder den Tintenschock? Wow, mit einer Waffe, mit der man eigentlich gut ausweichen soll, bekomme ich gar nichts. Super. Danke. Kannst du bitte sterben? Nein, natürlich trifft er direkt mich. Wenn es so weitergeht, habe ich irgendwie so 3 Kills und 500 eingefärbt. Super. Also ich spiele echt grandios gut, muss ich sagen. Ist echt unfassbar, wie gut ich gerade spiele. Lang nicht mehr so gut gespielt. Hallo? Boah, wie krass kann man bitte veraimen? Danke. Hallo? Super. Hallo? Hallo? Hä? Was zum Teufel? Ich schieße die ganze Zeit auf den und kein Schuss trifft. Ich habe die ganze Zeit auf den geschossen. Jetzt wurde mein Ult auch nicht ausgeführt. Schon wieder nicht. Also ich glaube, während der Rolle kann ich Ult nicht ausführen. Aber wieso hat mein Schuss davor nicht getroffen? Und wow, die Runde ist echt grandios scheiße. Das muss man auch erstmal schaffen, so scheiße zu spielen. Danke, du bist tot. Bei dir veräme ich einfach komplett. Ja, danke. Da ich habe eine größere Range oder auch nicht. Also ich von oben her kann ich zwar besser treffen. Vielleicht habe ich sogar eine größere Range. Aber er hat natürlich eine Insta-Bombe und so eine ultra schlechte Runde muss auch einmal jede Aufnahme dabei sein, oder? Hey, verloren. Haben wir auch irgendwie verdient. Also zumindest ich habe es verdient. So schlecht wie ich war.
Also so, wow, das war echt, echt schlecht. Ab in die nächste Runde. Hey, Störwerft schon wieder, yay, oder so. Die Map kommt mir etwas zu oft dran in den Aufnahmen, das ist etwas blöd irgendwie. Wie gesagt, das habe ich ja schon im vorletzten Part so gesagt. Danke, dass du jeden Schuss blockst. Irgendwie gibt es ein paar Maps, die immer in Aufnahmen drankommen und die meisten davon mag ich nicht. Also, Störwerft, mittlerweile nervt es mich halt. Dann meine Hassmap natürlich, Manta. Hilfe. Ich glaube, die heißt Manta Maria. Ich weiß nicht mehr die Namen von den ganzen Maps. Komm. Zack. Oder auch nicht. Ist der gerade gelandet? Ah, ist doch lächerlich. Vor allem, wie lange kann bitte ein Inkling in der Luft sein? Also, es ist auch etwas lächerlich. Ich würde die Runde jetzt gerne mal ein bisschen mehr einfärben. Da. Ist gut, dass ich kann ja zumindest etwas abhauen. Nein, ich setze immer meine Ult so behindert ein und die treffen mich immer, wenn ich meine Ult habe. Immer. Komm, oh, natürlich, der hat mich sogar schon getroffen, bevor ich oben war. Genial. Ich dachte mir, wenn der halt da hinschießt, kann ich mit meinen vier Rollen einfach entkommen. Aber nein, er hat mich schon getroffen, bevor ich überhaupt sichtbar war. Das finde ich auch gut. Natürlich muss es ein gutes Gegnerteam sein. Ja, hey. Danke, meine Bombe wurde auch nicht geworfen diesmal. Okay, ja, der hat mich auch schon wieder getroffen. Der wollte nicht mal mich treffen, weil ich meine, mich hat er noch gar nicht gesehen, er wollte den anderen töten. Aber nein, natürlich trifft er dann mich. Das ist einfach nur Pech von mir. Und zwar so ein unverschämtes Pech. Ach ja, natürlich one-hitted der. Also die Runde habe ich, spiele ich gar nicht mal so ultra scheiße wie letzte Runde. Die Runde habe ich einfach nur totes Pech. Hallo, komm, möchtest du sterben? Ja, möchtest du. Aber natürlich bekomme ich dich nicht, weil ich gebe dir wieder Hits. Aber die reichen natürlich nicht, um dich zu töten. Danke, dich habe ich. Komm, möchtest du auch sterben? Ja, möchtest du, super. Wow, wow. Endlich gibt es mal Kills. Hallo? Wow, was zum Teufel mache ich hier? Hey, gewonnen, und zwar wieder nicht mein Verdienst. Naja, ich bin echt schlecht. Also, ich meine, unser ganzes Team hat irgendwie wenig Kills und wir haben trotzdem gewonnen. Aber gut, okay, Level 70. Aber in der letzten Runde, eigentlich kann die ja nur besser werden. Hey, ach, ja, die Störwerft, die stört mich schon ziemlich, muss ich sagen. Boah, dieser Wortwitz, aber boah, genial, nicht? Okay, mal schauen. Yay, wieder nervige Roller. Ey, ich könnte eigentlich auch mal spielen, den Flex-Roller. Wie heißt der? Heißt der echt so? Auf jeden Fall, den könnte ich auch mal spielen. Oh, wow, du bist echt schnell, muss ich sagen. Ich habe hier eine große Reichweite, also eigentlich soll ich dich töten können. Okay, du bist down. Danke, schön, dass ich dich getroffen habe. Ich meine, auf einmal können die nicht mehr treffen. Hallo? Ja, danke. Zumindest mal kurz zum Entkommen benutzen. Und weg. Ich platziere eine Bombe, um sie ein bisschen zurückzuhalten. Das mit der Bombe ist jetzt eigentlich immer nur, um so ein bisschen Gegner zurückzuhalten. Ja, ich weiß ja, dass ihr hier da seid. Da, komm. Einfach nur, um ein bisschen zurückzuhalten. Oder mehr kann ich damit eh gerade nicht erreichen, hallo? Wow, wie auch immer du mich getroffen hast. Irgendwie, die ganzen Doppler kommen mir immer etwas buggy vor. Vor allem der, den ich jetzt gerade spiele, weil irgendwie dann rollt man sich durch den Gegner durch, ist hinter dem Gegner, kriegt trotzdem noch einen Hit. Vom Gegner, der nach gerade ausschießt, aber ihr seid hinter ihm. Also, irgendwie, ja, wie gesagt, ich finde die ganzen, oder vor allem den hier etwas buggy. Das entschuldigt natürlich trotzdem nicht, wieso ich trotzdem scheiße spiele. Ich meine, ich spiele auch einfach scheiße. Danke, dass ihr mich immer, wirklich dieser Roller, der Flex-Roller, immer trifft er mich, wenn man ult. Immer, der macht es immer genau im richtigen Moment. Also, ich meine, das ist ja nicht beabsichtigt, weil ich habe es ja da drunter gemacht und er hätte es gar nicht rechtzeitig bekommen können. Und selbst wenn, jedes Mal zu timen ist auch nicht ganz so einfach. Hallo? Ah, dich werde ich wieder nicht bekommen, weil ich wieder dämlich als hell spiele. Ich werde die Folge zwar mehr eingefärbt haben, danke. Ach, du hast jetzt getroffen. Ich werde die Runde zwar mehr eingefärbt haben, aber natürlich hat er zwei Inselbomben. Aber jetzt auch nicht wirklich Kills haben. Ach, herrlich. Es läuft gerade echt nicht gut. Also echt nicht gut. Komm, bitte, Roller, töte mich. Ah, oder auch nicht. Weil ich töte nämlich jetzt dich. Nicht. Ah, natürlich. Weil ich schon wieder gar nicht aimen kann. Irgendwie, wie gesagt, während den Rollen, ich rolle mich, bin auf dem Gegner drauf, aber kein Hit connected. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin ja auf dem Gegner drauf, aber gut. Naja, danke. Hochdruckverunreiniger, die Nerv-Ult hoch 10. Danke, du verreckst eh. Ja, super. Komm, ein Kill noch. Wahrscheinlich, er war schon tot und hat mich noch getötet. Super. So, 45 zu 37. Naja. Immerhin gewonnen. Kannst du das beantworten? Nee, wir haben eine Runde verloren. Ja, eine Runde haben wir verloren. Die Runde war wieder so besser. Hatte ich die erste Runde? Ich 8 Kills, mal ist mit Abstand die beste. Ja gut, okay, ich habe jetzt mehr eingefärbt. Heieiei, also es tut mir leid, ich bin echt schlecht. Aber gut, okay. Die letzten Parts war ich, glaube ich, besser. Dann war es mit dem Part am Start. Gut. Bis nächste Folge durch den Stream.
Leute, falls ihr gutes Gameplay sehen wollt, dann schaut euch Paladins an. Ja, und wie gesagt, der Test, der kommt auch demnächst mal. Und ja, dann war's das. Ciao, ciao.